Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Sky Block 3. Ja, wir wollen heute auf jeden Fall hier mal ein bisschen aufräumen. Wir möchten auch die Wand hier mal machen. Wir möchten mal das alles sauber machen. Das muss dann alles weiter vorrutschen. Dann wird Forestry eventuell hier rausfliegen. Der Ölturm muss umgebaut werden, damit wir hier drüben anfangen können, das gesamte Gas sozusagen oder Druck, nicht Gas, den Druck sozusagen hier sauber einzuflechten. Bin gerade noch beim Überlegen, ob ich dieses Ding auch noch mal versetze. Wenn wir alles jetzt dann gleich miteinander leben. So, dann habe ich hier meine Hühnchen drin stehen. Mittlerweile habe ich auch die Smart Chickens gemacht. Smart Chicken ganz einfach. Man nimmt sich Eier. Oh, ich habe schon. Ah, der hat auch Federn. Okay, die hat er nicht. Das ist schon mal gut zu wissen. So, das heißt, ich gehe jetzt zum Beispiel hier rein. Hopp, hopp. Ah, jetzt habe ich einen Huhn. Und das Huhn braucht jetzt 20 Minuten, um erwachsen zu werden. 1, 2, 3. So kann man immer Seeds mit sich rumtragen. So, komm mal her. Ich gebe dir mal ein bisschen was zum Futtern. So, jetzt habe ich noch 6 Stück. Gerade mit sich auch ein Huhn. So, dann kommen die da rein. Die sind nämlich auch schon mittlerweile auf 10. Das kann man nicht auf 10 hoch pushen. Das bleibt bei einem Einser. Ich schaue gerade noch, ob es noch ein anderes Huhn gibt. Das Federn macht. Nee, das ist das einzige, das normale Chick. Aber so haben wir auch wenigstens da. Also das und vor allem, also wahnsinnig schnell. Darum habe ich das Smart Chicken auch gemacht, um an ein paar Eier ranzukommen. Weil man braucht die Teile jetzt dann im Dutzend billiger. Das heißt, ich muss hier auch dann nochmal umbauen. Die Küche muss vergrößert werden. Wir haben sehr viel noch zu tun. So, ja, jetzt sind die schon wieder voll. So, du kommst da auch rein. Wir müssen dann mal wieder mal vorbeigucken. So. Bist du schon groß? 30 Sekunden. Ja. Nimm ein Buch. In der Zeit gehen wir mal hier rüber. So, das habe ich ja schon mal alles. Ja, genau. Also, wir gucken jetzt erstmal hier uns alles an. Denn ich möchte sozusagen ja eigentlich den Druck aufbauen. Hier habe ich ja momentan den Tank. Jetzt habe ich da noch 200 Gasoline drin. Gasoline ist ja sozusagen die Umwandlung von Diesel zu Kerosin und Kerosin zu Gasoline. So, das Problem ist halt nur, ich habe halt immer wieder eine Verschwendung sozusagen davon. Dann macht es meiner Meinung nach auch Sinn. Ja, ich bin jetzt nur beim Überlegen, wie ich das am besten mache. Weil der Druckbehälter ist natürlich wichtig. Der Druckbehälter, den werde ich jetzt die ganze Zeit brauchen, um an das Produkt ranzukommen, das wo wir jetzt die ganze Zeit benötigen. So, nochmal die nächsten zwei. Dann sind wir immer schneller. Dann hätte ich mal gesagt, ich nehme jetzt auf jeden Fall mal 10 Stück mit. Weil ich müsste jetzt eigentlich von diesen Teilen, von den Pneumatik. Das ist das Ding da hier. Ich brauche auf jeden Fall 5. Ja, da hätte ich 2 Stück. Wenn ich die mache.
Ja, da hinten habe ich auch noch welche drin. Ah, das darf ich auch noch. Das ist sehr schön. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich brauche noch was vorher. Und zwar, wir machen mal die Charging Station. Dafür brauchen wir Bricks, wir brauchen Slabs. Das machen wir mal als allererstes. Habe ich hier schon Bricks? Glaube, die habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Oder ich habe die schon in meinem Schrank hier drin. Ja, eins, zwei. Wie viel brauche ich denn? Drei, glaube ich, ne? Drei. Jetzt habe ich Gott sei Dank momentan ein bisschen was einstecken. Crafting Station. Noch eine dritte. So, und dann warst du da. Du warst da. Und du warst da. Genau. Dann haben wir jetzt eine Charging Station. Muss ich nur gucken. Okay, ist immer genau verkehrt rum. Dann hat die schon mal jetzt hier einen Zugriff. Pneumatic Wrench. Jetzt müsste ich eigentlich was haben, um den zu laden. Genau. Jetzt sind da schon 0,3 Bar drin. Und dann kann ich den mal ein wenig anschalten. Dann erzeugt der auch ein bisschen Druck. Ja, und der kann jetzt bis zu 20 Bar aushalten. Ja, das wird jetzt eigentlich, wird es jetzt mehr oder nicht? Aber nicht so aus. Der wächst ein bisschen. Das ist schon mal hervorragend. Ja, das ist, können wir natürlich jetzt auch so machen, dass ich sage, okay, ich baue die Liquid-Kompressoren so hin, dass die dann in die Richtung gucken und habe da meine anderen Sachen. Das könnte man natürlich machen. Dann bräuchte ich jetzt erst einmal hier. So, machen wir einmal ein Stack. Dann brauche ich als erstes dich. So, dann laufen wir mal hier entlang. Dann haben wir das. So, 25 habe ich noch. Da brauche ich auf jeden Fall noch mal mindestens. So, 1, 2, 3. Schütteln wir alle um. Wird dunkel. Die habe ich beinahe vergessen. So. Ihr seht ja, wir haben jetzt ein Buch. Hier steht das Hühnchen. Das klickt man einfach mit dem Buch drauf. Das Buch verliert man auch nicht. Und schon hat man ein smartes Chicken. So, und dann nimmt man das mit dem Chicken Catcher. Und klickt mal da drauf. Und schon hat man also ein Smart Chicken. Und das schmeißt man halt dann rein und züchtet es halt auf 10, 10, 10 hoch. Wir schauen jetzt mal nach. Okay, der ist schon überpowered. Dann machen wir den nochmal aus. Er sagt mir, er hat 5 Bar, aber 4,9 Bar.
Okay, da muss man halt irgendwas gucken. So, aber ich habe jetzt schon auf jeden Fall mal den ersten Wrench und jetzt nehme ich gleich mal den zweiten. Füllen wir auch mal auf. Ah, das Problem halt wird halt sein, wenn ich den halt richtig voll kriegen will, brauche ich halt da mindestens 10 Bar drin oder so. Oder sogar noch mehr. Da fliegt mir nur das Ding hier um die Ohren. Da brauche ich, glaube ich, dann, ich glaube, entweder irgendwelche Upgrades, damit das da, das sich vergrößert. Ich muss das mir mal auf jeden Fall anschauen. So, ich mache jetzt mir immer noch Gedanken, wie mache ich das? Also ich bin ja der Meinung, dass ich eigentlich den hier so verändern müsste, dass ich sage, okay. Aber wenn ich die natürlich in die Wand integriere, bräuchte ich, könnte ich jetzt sagen, okay, ich mache jetzt hier 4 Stück rein. Also sozusagen das hier auf. Ah, 3 Stück könnte ich da rein machen. Da hätte ich 3. So, der ist jetzt bei 3,9 Bar. So, was brauche ich eigentlich für Plastik? Habe ich noch gar nicht geguckt. Das müsste ich dann mit LPG in Liquid Plastic machen und Kohle. Also, ich habe jetzt auf jeden Fall, ich muss ja sozusagen das Gasoline, was hier rauskommt, umwandeln. Das heißt, ich habe Umwandlung Nummer 1 ist, ich gehe hier jetzt nochmal rein, ich habe die Umwandlung Nummer 1, ich habe Umwandlung von Diesel zu, nee. Doch, von Diesel zu Kerosin. Dann habe ich von Kerosin zu Gasoline. Das ist schon mal Nummer 2. Dann habe ich Umwandlung in LPG. Das ist Nummer 3. Und LPG in Liquid Plastic ist Nummer 4. Also das heißt, ich brauche noch 3 weitere von diesen Teilen hier. Ist die Frage, wie viel Druck? Ich brauche 2 Bar. Verstehe das gerade nicht. Also das Ding hat laut meiner Anzeige 3,8. Ah, okay. So, jetzt ist natürlich die Frage. Das heißt also, ich bräuchte eigentlich. Ich müsste jetzt eigentlich erst einmal das hier alles soweit sauber reinbauen. Du kommst auch weg. So, dann kommst du jetzt da rein, du kommst da rein. So, was brauche ich jetzt, um nochmal Liquid Compressor zu bauen? Achso, das ist der Fluxkompressor. Der ist ein bisschen teurer. Ah, okay, den gibt es auch nochmal als Advanced. Das ist schön. Dafür brauche ich Leder. Schön, dass ich mein Leder gerade verballert habe. So, ja,
Ihr habt alle kein Security Upgrade, das heißt nur du drin. Dann kommt jetzt erst einmal das da rein. Und jetzt hole ich mir noch schon mal schnell halt. Ich habe einen Hebel. Kommst du dahin? Beziehungsweise nein, das Security Upgrade kommt jetzt erst mal da rein. Die Frage, funktioniert das so oder nicht? Ja, funktioniert. Das heißt, der müsste jetzt ein bisschen wieder Druck aufbauen. So. Und jetzt schauen wir mal rein. Warnings. Er wandelt es nicht um. Und ich verstehe es gerade nicht. Bin gerade sprachlos. Ich habe auf jeden Fall Pressure Chamber. Iron Ingot rein. Compressed Iron. Bei 2 Bar. Faszinierend. Ganze Zeit ist es gegangen. Ich sehe auch nicht, wie es dann da drin liegt, sondern ich sehe nur, wie der Deckel aufgeht und sofort wieder zugeht. Itemfilter. So. Schauen wir mal, ob der was bringt. Ha! Das heißt, wenn ich jetzt, kann ich jetzt auch mehrere reinschmeißen? Das wäre natürlich cool. Ja, cool. So macht man das. Sehr schön. Problem gelöst. So, dann hätte ich gesagt, ich gehe mal schnell vorne zu meiner Falle. Ich nehme ein bisschen Leder mit. Ist zwar noch frisches Leder, aber da draußen machen wir jetzt altes Leder. Becken sind voll genug, dass ich da auch das einfach reinschmeißen kann. Sehr schön. Habe ich jetzt eigentlich ein, ja, immer noch ein unbekanntes Item? Muss dann auch mal gucken, was ich jetzt dann brauche, um die nächsten Hühnchen zu machen, dass man die auch noch nebenbei vielleicht laufen lassen. Weil sobald ich nämlich zum Beispiel das Kohlehuhn habe, wird es für uns einfacher. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich dann dafür erstmal die anderen Hühner brauche. So, das heißt, wenn ich jetzt da. Ah, okay. Wir sind jetzt bei 8. Dann die nächsten 3 bitte nochmal weg. Danke. Jetzt habe ich 32. Das ist 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, einfach mal so rein. So, genau, dann wollte ich schnell bei den Chicken vorbeigucken. Und zwar Redstone Chicken ist ein Red Chicken und ein Sand Chicken. Ah, okay. So, wir schauen jetzt schnell mal bei den ganzen Chickens vorbei.
bei den Quests, der den Smart Chicken habt ihr gesehen. Das, wie gesagt, das kam gleich mal aus Versehen. Ich muss, das ist noch nicht ein Die Chicken, Basic Chicken. Die Chicken. Oh, ich muss wirklich jetzt alle Die Chickens machen. You can die eggs and throw them for a chance to obtain Die Chickens. Okay. Die rote Farbe ist das, was ich nicht mehr so viel habe. Mit meinem Glück habe ich jetzt natürlich die ganze rote Farbe. Ah, nee, habe ich Gott sei Dank nicht. So. Ich hätte jetzt mal gesagt, ich tue jetzt mal erstmal 8 Eier färben. Ja, die Hühnchen soll auch nicht wegrennen. So. Es war mir jetzt fast klar, weil ich habe ja noch eine Chance. Jawohl. Wir haben das erste. Ein Red Chicken. So, brauche ich noch mal 8. So. Komm, sei gnädig. Dann halt nicht. Ich muss noch mal gucken, ob ich doch noch mal rote Farbe habe. Wenigstens 8 Stück. Und nimm auch gleich mal gelbe Farbe mit. Dann habe ich nämlich gleich die nächsten. Ah ja, so, das heißt, ich habe jetzt hier Poppy. Heißt 8 Stück, 8 Dai. So, und da habe ich auch gleich 32. Die nehme ich gleich mit. Wenn ich, ja, okay, das dauert halt. Das Problem ist halt, das dauert ewig und 3 Tage. Bis ich jetzt halt dann die. Bis ich dann rote Farbe mache, weil es ist ein Nuller Ei, sozusagen. Kannst halt nicht züchten. Da hinten hast du dich versteckt. Hallo. Du bist Nummer 2. Die Heuballen werden jetzt zu Seeds. So, wir gehen mal runter. So auf 2 Minuten. Danke. Bei dir auch. Dankeschön. So, dann hätte ich gesagt 16 Eier. Habe ich jetzt die Farbe hingeschmissen? Da habe ich auf jeden Fall Farbe drin. Aus. Wir probieren es mit Gelb. Das ist dann schön, wenn wir die alle haben. Das heißt, ich brauche nochmal 16.
Ja, die Eier habt mir ja schon Gott sei Dank etwas früher. So. Was können die irgendwas Spezielles? So, sind jetzt sogar drei gelbe. Bin auch egal. So. Ja, das erste ist groß. Zweite ist groß. Danke. Und wir schmeißen dich rein und dich rein. Da können die laufen. Sehr schön. Ja, jetzt wisst ihr auch, warum das Eierhuhn das Wichtigste ist am Anfang. So, ich habe auf jeden Fall. Davon brauche ich jetzt auch 16. Da. Dann habe ich die Lapis-Eier, die blauen. Und wir brauchen noch die ich weiß gar nicht, geht Kakaopulver auch, um das zu färben? Ich vermute mal, nö. Euch lasse ich jetzt mal komplett normal runterlaufen. Ha! Lapis habe ich auch schon. Du bleibst drin. So, dann gehen wir jetzt schnell mal holen. Ich brauche grün. Ich brauche... Das ist Kaktus. Das haben wir vorne. Ich brauche Kakao. Das ist braun. Habe ich auch vorne. Machen wir jetzt erstmal nur 16 von jedem. Ah, davon habe ich auch noch. 16 mal schwarz. Danke. Dann haben wir natürlich Kakao ist hier. Dann haben wir natürlich noch die da. Ich brauche jetzt noch grün. Ich gehe mal erstmal hinter. Ich glaube, da kriegt man nämlich grün raus. Da kriegt man der Kaktus raus? Ja, Kaktus kriegt man sogar raus. Dann das kann ich nicht umwandeln, das muss ich im Ofen stopfen. Aber ich könnte mal schnell was gucken. Ich habe ja ein paar Farben hier. Jetzt mal das da habe ich hier den drin. Nein, den habe ich hinten. Ja, hinten habe ich auch noch Eier. Also, das kann man auch mal testen, wie es da ausschaut. Wenn das nämlich geht, weiß ich, wo ich gleich bin. Ich mache schon wieder drei Sachen gleichzeitig. Total toll. Komme ich voran. Nicht. So, ich brauche erstmal die Eier. Dann kann ich den Kaktus schon mal da reinschmeißen. Ah, ich habe mal Farbe gefunden.
weg. So, dann habe ich da Mortar and Pestle. Das war hier. Dann habe ich 16 mal Light Gray. Geht leider nicht. Mal gut zu wissen. Aber ich weiß auf jeden Fall eins, wenn jetzt dann die... Ja, jetzt habe ich ja einen 3x3 Huhn drin. Aber wenn die jetzt fertig sind, dann tue ich sie nicht erspraten, sondern ich tue sie oben reinsetzen, dass ich rot kriege. So, dann... Drei... Ich möchte gerne viele Hühnchen hier rumrennen haben. Ich muss schon Panik kriegen, wenn ich den Raum betrete. So. Da haben wir auch schon. So, das Problem ist jetzt, haha, ich brauche, ich hoffe, dass ich noch so viel Schwarz habe. Mal schnell hinlegen. Erstes muss ich erst mal hier hin. Das muss ich mir nämlich jetzt auch angewöhnen. Immer wenn ich hier vorne bin, Weizen abbauen und mitnehmen. Da kann ich zu wenig Weizen haben, weil ich muss noch Roosters bauen, ich muss die Hühnchen füttern. So, haben wir wieder 19 Stück. Und du bist der eine. Danke. So. Ich brauche auf jeden Fall mal 32 Schwarz. Ja, genau. Das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Ich habe 16 Grün mit reingenommen, ne? Das sollte ich nochmal machen. Ich muss auf über 32 kommen. Ja, weil mit Grün und Blau, glaube ich, habe ich eine Farbe. Und mit... Grün und... Bone Meal habe ich eine Farbe. Mhm. Die Farben könnte ich dann unten auch mal jetzt endlich in meine... Deshalb meine Drawer packen. So. Schmeiß ich dich hier rein. So, du bist durch. 17 Stück. So, 16 mal und du. Dann haben wir den da. Ah, aber ich muss es halt momentan machen, weil ich muss schauen, dass ich... Gott. Dass ich hier den Kindergeburtstag mal wegkriege. Du willst vielleicht hier raus, du darfst hier aber nicht raus. Habe ich hier. Oh. Und Federn da, das ist sehr schön. So, dann habe ich ja jetzt gesagt, ich habe Schwarz auf jeden Fall dabei. Dann brauche ich mal kurz da ein bisschen was. Ich glaube 16 ist ein bisschen viel, aber ist egal. So, dann haben wir hier Grau. Davon brauche ich 16.
Und dann haben mich dann halt nur 15, ist auch egal. So, grün kommt erstmal da rein, dann, ja. Jetzt kann ich noch mal einen machen. Jetzt habe ich 17. So, also, na, ich brauche sowieso dann noch eine Farbe mehr. So, dann habe ich die da. Und dann habe ich die da. Hallo Huhn. Wollte dich hier eigentlich gar nicht hinpflanzen. Ich kann dich auch tragen, ne? Ja. Mit. Ich muss da rein, danke. Hä? Ah. Danke. Das hätte noch böse ausgehen können. Oh, jetzt gehen wir schnell wieder Eier schmeißen. Mindestens immer zwei. Gott, stehen jetzt viele. Das Bett gefällt euch, ne? Mir auch. Liege ich immer drin. So, dann wir gehen mal aus dem Chickenhaus raus. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir hier jetzt 16. Das mal hier rein. Die Feder auch. Dann gehen wir mal rüber. Jetzt müsste nämlich. Genau. Die sind schon auf jeden Fall durch. Kann ich hier schon mal die reinschmeißen? Du kommst da rein, so, du kommst raus, du kommst da rein, und da die zwei hin, du kommst da rein. Brauch ein bisschen Rot von dir. Okay, dann habe ich jetzt noch Leim. Und zuerst, wenn man denkt, ne, man hat zu viele Eier, merkt man hat zu wenig Eier. So, Leim haben wir jetzt noch. Komm schon. Danke, nett. Das ist eine Farbe, die wo ich noch nicht so viel habe. Boah, weil ich die noch brauche für andere Farben. Ich bräuchte mal bitte ein paar Eier, danke. So, dann haben wir hier nochmal eine Feder. So, wir stellen uns wieder dahin. Die Wand hat uns bis jetzt mehr Glück gebracht. Es war trotzdem nur eins. Ach Mann. Leim bringt mir kein Glück. So, was habe ich jetzt noch? Leim ist auf jeden Fall. Oder brauche ich für. Oder habe ich gar nicht grün auch nochmal. Als Farbe. Ach, das war dann rot und blau, oder? Lila.
Okay. Also. Ich mache jetzt erstmal nur 8. So. Nein. Ich hab dich gerade weggeschossen. Nein, du stehst nicht in der Tür rum. So, haben wir hier schon Erwachsene? Nein. So, ich schaue jetzt nochmal. Mir fehlt jetzt noch Bone White Chicken. Das ist... witzig. So, das heißt, ich habe jetzt hier das da. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall davon 16. Schon wieder Federn. Kacke hier. So. Ich brauche nochmal 8 Eier, danke. Oh, hi. Und 4. Bin mal gespannt, wie viele Hühner, dass ich irgendwo rumrennen hab. Ja, du schaust ein bisschen dünn aus. Und dann hätte ich mal gesagt, wir machen noch schnell das da. Dann habe ich nämlich auch ein bisschen mehr Platz im Inventar. Vor allem, ich muss aufpassen. So. Ja. So, danke. Dann Fackel nehmen. Entlang latschen. Danke. Auch erledigt. Da bekommt Feder leicht eine neue Bedeutung, wenn man lauter Hühner sieht. Uah. Nicht mal Angst. So. Dann, was brauchen wir noch? Wir brauchen Orange. Okay, das ist klar. Das ist Gelb und Rot. Ich bräuchte noch einen, bitte. Danke. So. 3, 3 kommt weg. 4, 5, 4 kommt hin. Danke. Und du kommst dann jetzt erstmal da alleine rein. Du wirst jetzt zum Mittagessen verarbeitet. Oder Abendbrot kannst du aussuchen. So, dann brauche ich davon 8-mal gelb. 8-mal gelb und 8-mal rot ist 16-mal orange. Alter, was zum Schmeißen. Und die Eier dazu auch. Gut. Das will ich auf jeden Fall noch durchmachen. Dann brauche ich jetzt pink. Pink ist rot und weiß. Gott. Was brauche ich noch? Ich brauche noch Cyan. Light Blue brauche ich auch noch. Okay. Das ist aber kein Problem. Das hoffe ich mal kein Problem, dass ich noch so viel Lapis habe. Sagte er und hatte noch 3.
Gibt es hier Lapis? Dreckigen Lapis? Appetite? Lapis da. 5 sind es 8. Hoffen wir mal. Aus die Maus kein Wasser mehr drin. So, dann kommst du jetzt da rein. Habe ich Light Blue. So, was braucht man noch? Cyan. Cyan, 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 Cyan. Ist. Aha. Dann habe ich jetzt 6 Stück. Ich muss jetzt hoffen, dass dann die 12 Stück reichen. So war es das, ne? Ja. Ich habe jetzt dann bestimmt nur ein Huhn oder so. Oder gar keins. Oder 1000. Also das und das ergibt Zieren. Kommt mal raus. So. Du wirst der da. Und du wirst jetzt der da. Wir gehen wieder Eier werfen. Oh, sehr schön. Ich sehe da was. In der ersten Vermutung war ich richtig gelegen. Auf jeden Fall 2. So, du kannst weg und du kannst weg. Und du da hinten auch. So, dann heißt es jetzt dahin, du da rein, da rein und du da rein. Ja, und da hätte ich vielleicht noch ein bisschen Feed reinschmeißen können, dann hätte ich da auch noch eine Chance gehabt. So, okay. Was fehlen mir jetzt noch an Farben? Also Pink fehlt mir noch. Magenta und Purple. Pink ist Rot und Weiß. Das haben wir mittlerweile auch. Und ich brauche da noch 1, 2. Davon. So, rot und weiß, dann haben wir pink. Dann brauchen wir noch Magenta. Magenta ist pink und purple. Danke fürs Gespräch. So, du bist groß. Das ist schon mal super. Das heißt, ich kann mir jetzt meine nächsten Hühnchen laufen lassen. Zack. Warte ich jetzt noch. So, 333 ist weg. Wie man diese Hühnchen ja macht.
sehe ich ein, aber dass ich die hochzüchte, das mache ich dann so nebenbei, ne? Weil. Das ist jetzt nicht so prickelnd. So, du hast jetzt schon mal 4. Habe ich jetzt noch welche, die schon erwachsen sind? So, ich kann aber dich schon mal. Nein, dich nicht. Die brauche ich gleich, aber das kann ich nochmal reinschmeißen. Du hast noch 666, 222 Sekunden. Das ist. Irgendeins von denen ist bald durch. Okay. Aber wir müssen ja noch schauen, dass wir die anderen Farben noch hinkriegen. Wenn ich wenigstens nur 2 Eier mache. Hauptsache, wir haben die durch. So, was fehlt mir jetzt noch? Magenta und Purple. Pink. Das geht, glaube ich, schneller so. Magenta ist pink und Purple ist rot und blau. So, du kommst dahin. Da habe ich die schon mal durch. Dann hast du die. Dann kommt das da rein. Ich brauche mehr Farben. Immer schön, dass die nächste Farbe gerade fast fertig ist. So. Soll ich das eigentlich noch? Ja, soll ich auch mal dran denken. Ja, der ist gleich durch. Einen Lapis bräuchte ich noch. Einen Lapis, genau. Vor allem so. Das kommt da rein. Kommst du da rein? Das Schöne ist, dass das ja dann auch. Ne? Was habe ich gesagt? Wird aber immer schneller. So, das andere Huhn interessiert mich jetzt nicht. Ich könnte mal langsam einen Ofen drüben hinstellen. Ja, der ist leider noch nicht fertig. Da ist der schneller. Räume ich dich schnell nochmal auf. Aufräumen ist auch ein bisschen nett gesagt, ne? Ich habe dich mal aufgeräumt. Ja, genau. Hexe, da gebe ich dir recht. Ich brauche Purple. So. Und ich habe noch keine Purple-Eier. Nehme ich jetzt mal eins. Dass ich jetzt noch Magenta habe, die restlichen 2. Da kommen jetzt hier erstmal die Farben rein. Die Eier kommen da rein. So. Mein Gott. Ja. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Du und du. Da kommt jetzt das da mal alles da rein. Wichtig. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Das kommt auch alles weg. So, ich müsste jetzt eigentlich 3 Hühnchen haben, ne? Genau. Schwarz, braun,
Okay, also, dann kommt jetzt das braune Hühnchen hier rein. Dann kommt das grüne Hühnchen hier rein. Das schwarze Hühnchen kommt hier rein. Machen wir das doch noch schnell. Dann halt, wie sich immer sieht's. Du bist jetzt schon 676. Ah, ausgetauscht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das da schneller ist als die anderen drei. So, und ich tausche ich auch als einfach aus. Gefällt mir schon, wie schnell das jetzt auf jeden Fall geht. So, dann bist du gleich weg. Fange ich mit dem jetzt auch an. Habe ich zwei Hühnchenröster. Eine Bohnenröstung, eine Hühnchenröstung. So. Irgendwie habe ich da draußen mir doch was gebastelt. Gray Ink. Okay. Habe ich doch noch mal einen. Das weg. Lust, die stehen gerade alle in einem Eck. Ich weiß nicht warum. Haben wir einen Hühnchenfänger gesehen? Auch keine Angst haben vor meinem Hühnerfänger. Naja, doch ein bisschen. So zwei Runden in dem Brutkasten da drin. Okay. Die darf ich nicht wegbretzen, wenn ich die jetzt nämlich wegmache, ne, dann kann ich nämlich selber schlagen. So, 676, 797. Dann ist es 322. Egal. Du bist eine 453. Ja, ist fast egal. Jetzt. Inkhuhn habe ich noch nicht drin hocken. So. Ich sehe mich schon wieder irgendwie die falschen Hühnchen wegbrennen. So. Wir schauen noch mal hier rein. Wie weit seid ihr? Ja, ihr seid schon noch eine ganze. Oh, 20 Sekunden bist du noch entfernt. Lime checken. So, dich haue ich jetzt mal hier rein. Die pinken. Können wir mal probieren. Okay. Mir fehlt jetzt nur noch Purple und. Da rein. Kaktus ist auch durch. Down. Kommst du weg? Du weg. Oh, bei dem bin ich schon kurz vor 10, 10, 10, das ist schön. Das ist total nervig.
freust dich drauf, dass du jetzt das Huhn gerade ausgetauscht hast und schon wieder drei fertig. Nein. Ja. So viel Huhn, was ich gerade produziert, das kriege ich nie mehr weg. So viel Hunger kann ich gar nicht kriegen. So. Geh denn. Slime. So. Gibt es hier noch irgendein Huhn, das. Ich habe noch ein schwarz-pink Huhn. Okay. Slime Chicken. Die habe ich auf jeden Fall. Das sind noch 1000 Sekunden, die sind noch 300 Sekunden, das sind auch noch 300. Ah, das sind nur noch 35. Auf die warten wir noch. Der Wahnsinn. Zuerst hast du keine Farben und danach weißt du nicht mehr, wohin damit. Aber das Schöne ist, die Quest haben wir ja fertig. Das heißt, requires chemical reaction. Suchfunktion gibt es hier nicht, ne? Ja. Suche. Hörst du auf zu schubsen? Dann schubse ich zurück. So. Mal wieder drei. Nein, die Hühnchen weniger hier herin. Eigentlich hoffe ich, dass ich das nächste Mal, wenn ich wieder sozusagen aufnehme, dass dann die restlichen Hühner auch weg sind. Und wir auf jeden Fall alle Farbhühner haben. Die muss ich leider erst noch da reinschmeißen. Aber ich wollte jetzt noch, was meinst du mit Chemical Reaction? Tech Reborn? Chemical Reactions, also das ist es nicht. Also das ist schon. Warum gibt es hier keine Suche? Oder gibt es das doch und ich habe es noch nicht gesehen? Nee. Ich bin mittlerweile GT verwöhnt. So, was hat jetzt alles Nuklearkraft und Tech Reborn? Ja, Tech Reborn ist ist das hier. Aber da fehlen mir noch die Embers beziehungsweise Some True Magic. Das wäre jetzt schon bitter, ne? Ich muss jetzt schnell nochmal bei den Chickens vorbeischauen. Und zwar das Holzchicken. Und das lustige Bunde. Lockchicken.
Ja, ich brauche einen Chemical Reactor dafür. Ich brauche den Chemical Reactor von Tech Reborn. So, wir haben einen neuen Supergrund. Und vor allem, ich werde dann auch die anderen Hühnchen auch nicht so schnell bekommen, ne? Ah, doch. Okay, Silikon Chicken. Redstone Chicken. Das heißt also, ich brauche nur für das Holz Chicken das. Lock Chicken, Orange Chicken. Er macht das nächste Chicken. Can't be breed. Genau, da steht's doch. Eindeutig. So, das heißt also zum Beispiel, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte jetzt haben das Clay Chicken. Dafür brauche ich Sand. Okay, das kann ich auch nicht breeden, sondern da brauche ich dann Sand und das Chicken. Okay, das heißt also, ich kann meinen Sand, die Chickens kann ich dann auch laufen lassen. Aber da brauche ich auch noch mehr. Brauche auch immer zwei. Da haben wir dann noch einiges zu tun. Also das heißt, wir müssen jetzt dann beim nächsten Mal hingehen und definitiv. Oh Gott. Aus. Ah. Das heißt, wir müssen definitiv mit den Runen weitermachen. Bevor ich dann auch noch hier weitermachen muss. Oh mein Gott. Ja, es gibt sehr viel zu tun und so wenig Zeit. Genau. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, kennt ihr ja, schreibt es mal in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.